Hallihallo, ihr Lieben. Der 7.7.2022. Wir haben heute ein kleines Jubiläum. Das hier ist unser 500. Quick and Dirty Verkostungsvideo. Nicht ganz, unser 500. Video insgesamt. Es sind auch ein paar Videos vom Whisky Hort Online Tasting dabei. Aber die allermeisten davon sind Verkostungsvideos. Und wir haben noch mal ein bisschen zurückgeblickt. 2015 hat das angefangen. Seinerzeit haben noch Jürgen und ich mal ein paar Whiskys vorgestellt. Dann ist das eingeschlafen bis 2020 ungefähr. Mit Beginn der Pandemie sind wir auf die Idee gekommen, diese Art der Präsentation weiterzuführen. Und wie gesagt, jetzt stehen wir bei 500 Videos. Dazu haben wir uns was Besonderes ausgedacht, dem Chef aus den Rippen geleiert. Wenn wir schon bei 500 Videos sind, dann haben wir gedacht, könnte ja auch die Flasche ruhig mal 500 € kosten. Machen wir auch nicht alle Tage auf, sage ich ganz offen. Aber über diesen Iren, Napoque Castle von 1994, einer meiner Söhne ist aus dem Jahr, ist also schon ein bisschen was her. Den haben wir uns ausgesucht, weil wir davon sehr, sehr viel Gutes gehört haben. Ich meine, in der Whisky Base 31 Bewertungen mit über 91 Punkten ist jetzt schon nicht so schlecht. Und wir waren einfach neugierig. Seitdem wir das Ding hier im Hause stehen haben, ich will nicht sagen, sind wir drum rumgeschlichen, aber es hat immer wieder mal in den Fingern gegeben. Muss man nicht mal aufmachen. Jetzt haben wir. Ihr seht es gerade im Video. Gerade mal 51,1. Ich meine, das ist schon noch ordentlich nach 27 Jahren. Aber verglichen mit so manch anderem, was wir hier schon im Glas hatten, das auch schon mal die 6 vorne hatte, sind 51,1 so gerade mal leicht erhöhte Trinkstärke, aber die wirken in der Nase echt schon kräftig. Napo Castle haben wir mal eine schicke Abfüllung in der Holzbox gehabt. Gab es, glaube ich, als 12- oder 16-Jährigen. Ist schon eine Zeit lang her. Den 16-Jährigen habe ich mal in einem Tasting eingebaut, in einem irischen Tasting. Und ja, das war schon echt lecker. Aber reicht nicht im Entferntesten an das ran, was ich hier in der Nase habe. Richtig kraftvoll, voluminös. Leicht süße Note und unglaublich viel Frucht. Vanille dabei, jede Menge. Richtig krass. Ihr habt es schon gesehen, ich musste jetzt noch mal nachgucken, ob das, woran ich mich zu erinnern glaubte, stimmt. Ja, reines Bourbon Cask, matured in Bourbon Cask. Vanillige Süße, aber nicht wie bei jüngeren Whiskys mit dieser Fassreifung. Überbordend süß, sondern schon ein bisschen was gesetzter. Dahinter jede Menge Frucht. Bratapfel habe ich. Karamellisierte Birnen. Dunkle Stachelbeeren. Die geben noch so eine
spritzige Frische ab, die mit dabei ist. Wundervoll. Ich glaube, den könnte man wegschnüffeln. Da kommt jetzt aber auch Frühlingsblumenwiese. So richtig floral wird das, ganz, ganz leicht. Selbst in dieser kurzen Zeit, die er jetzt im Glas ist, ist es schon erstaunlich, wie sich dieser Whisky verändert. Ich habe das, glaube ich, in der Form erst einmal so richtig erlebt, vor einigen Jahren, als hier das Hotel Schmachtendorf in Oberhausen eröffnet hat. Etliche von euch kennen das von Übernachtungen beim Distel Revival Treffen. Und wir das erste Treffen, Distel Revival Treffen nach der Eröffnung hatten, haben wir dort noch ein Tasting am Freitagabend gemacht. Ich glaube, wir sind um 10:30 oder sowas angefangen mit einem kleinen Mitternachts- oder fast Mitternachtsimbiss, anschließend 6 Whiskys im Tasting und danach, als es dann schon fast 2 Uhr war, gab es noch vom Hoteldirektor seinerzeit Marcel Habendorf einen alten Macallan aus Hunter Lanes Old and Rare Serie. 21 Jahre war der, glaube ich, alt. Den habe ich 2 Stunden lang nur verrochen und der wurde immer jünger im Glas. So eine ähnliche Tendenz stelle ich hier jetzt auch fest. Der Bratapfel, die karamellisierte Birne, das wird jünger, das wird frischer. Der Reifegrad nimmt sozusagen ab. Fantastisch. Gut, Quick and Dirty ist jetzt nicht 2 Stunden lang schnüffeln, wie der Whisky sich entwickelt. Deshalb wird probiert, aber ihr könnt euch sicher sein, den werde ich anschließend noch weiter genießen. Wahrscheinlich den ganzen Nachmittag lang. Wow, das ist schon richtig beeindruckend, mein lieber Schwan. Ich weiß es aus zig Kundengesprächen, Unterhaltungen mit Whisky-Freunden, Iren stehen oftmals nicht so im Fokus, werden als zu weich, als zu mild empfunden, als zu, Schotten gefallen besser. Vergessen wir für einen Moment mal, dass das eine Kopfsache ist, die bei einer Blindverkostung weit hinten rüberfällt. Das Ding ist hier aber definitiv was anderes als das, was solche Leute meinen. Der ist wirklich kraftvoll, richtig Tiefgang, richtig Würze ist dabei. Diese fruchtigen Noten, die in der Nase waren, natürlich auch im Mund sehr präsent. Die Süße ist nicht ganz so vanillig wie in der Nase, wirkt ein bisschen dunkler, gesetzter, geht etwas mehr Richtung Rohrzucker, Apfel, Birne, ja, auch hier wieder was spritzig Frisches dabei, Stachelbeere, Johannisbeere eventuell. Trotz der Kraft, die er noch hat, des Volumens, das er mitbringt, trotz der 51,1% bleibt er in einem Punkt irisch, nach meinem Empfinden. Er ist immer noch weich dabei. Angenehm, mild. Es kommt hinten raus so ein leichtes Prickeln, sicherlich den 51% geschuldet, aber insgesamt vom Mundgefühl her wirklich richtig angenehm, weich. Der wärmt gut.
bleibt unheimlich lange, sehr, sehr langen Abgang. Die Aromen wollen und wollen nicht vergehen. Diese Süße bleibt. Es kommen die Fruchtnoten ein bisschen später hinterher. Dann zum Schluss eine feine Würze noch. Ein kleines bisschen Holzeinfluss. Hätte ich jetzt mehr erwartet bei dem Alter, aber es hält sich sehr angenehm dezent zurück. Schön, dass es da ist, weil es rundet den Geschmack für mich sehr, sehr gut ab. Und ja, feines Ding. 91,44 Punkte, glaube ich, ist der aktuelle Durchschnitt. Ja, dem stimme ich zu. Das Ding kann richtig was. Das ist richtig lecker. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, sowas will ich auch haben, schaut euch um. Wir haben ihn noch, sind noch ein paar Flaschen da. Schreibt uns an, denn wir haben den nicht im Online-Shop stehen. Wie wir das ein oder andere nicht online haben, was es hier bei uns im Laden gibt. 499,90, wie gesagt, ist der Preis. Und Anmerkung am Rande, es gibt gerade einmal 100 Flaschen davon. Ja, feines Ding. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir den aufgemacht haben. Mal schauen, es stehen ja Messen bevor. Jetzt am Wochenende in Schwetzingen, unsere Hausmesse Ende des Monats. Ich könnte mir vorstellen, es ist ein schöner Dram, den man da einfach mal so als Besucher unseres Messestandes genießen kann. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.